Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Planet Zoo hier beim Metalizer. Woo, endlich mal wieder. Und ein Tier ist leider durch den Mausklick gestorben. Kann ja mal passieren. Wir kümmern uns um das Gehege der Nilwarane und noch so einiges mehr. Viel Spaß! So, hat gewartet, bis wir kommen, und dann bupp, tot. Gut, die Frage ist ja, brauchen... Guck mal, ich schwimme hier. Nice, ey. Richtig cool, ey. Ich glaube, die fühlen sich hier wohl. Ich hoffe, wir haben eine Wasseraufbereitung. Wir müssen uns dann mal ein bisschen Essen kümmern und so, für die Tiere. Die Wasseraufbereitung, nee, wir brauchen auf jeden Fall noch eine. Das heißt, wir gehen mal in die Einrichtung rein und suchen uns hier eine Wasseraufbereitungsanlage heraus. Und platzieren die dann hier hin. Sehr gut. So, damit das Wasser auch immer schön gereinigt wird. Ja, und die fühlen sich hier, glaube ich, hier pudelwohl im Gehege. Die klettern hier so ein bisschen auf den Felsen rum. Sind hungrig, ja gut, hungrig, ja, da tun wir jetzt was gegen. So, Art ist dann der Nilwaran. Die kriegen so einen Futterfassspender hier rein. Dann bekommen die so einen kleinen Greifball. Damit können die auch, kommen die auch klar. Einen Ball kriegen die natürlich auch. Eine Reibesäule. Die Reibesäule packen wir hier vorne. Hier so hin, ja. Und die Reibetafel natürlich auch. Wo die hin platzieren können. Welche oben so rauf. Hier so. Schön. Zack. Wasserstelle zum Trinken soll ich natürlich auch kriegen. Wir packen mal mittleren Futtertrog, der passt, glaube ich. Den packen wir dorthin. So, zack. Dann kriegen die eine extra große Schlafmöglichkeit hier hinten im Gehege. Der Stelle hier, zack. So. Da gucken wir mal. Ja, so einen kleinen Sprinkler hier irgendwo hin. Hier oben gleich so platziert, schön. Damit die Lebensqualität der Tiere auch ein bisschen hoch geht. Lebensqualität durch Futter. Ja, Lebensqualität durch Futter gibt es natürlich noch nicht. Da sollten wir da mal vielleicht einen Pfleger rufen. Erstmal bitte einmal einen Tierpfleger rufen. Und das sind dann die Nilwarane. Was sagen die Gäste? Oh, das Tier hat wahrscheinlich den Tab hier irgendwo hin uriniert oder hin Kaka gemacht. Wir gehen natürlich auch gleich in die Veterinärforschung rein. Für die Nilwarane. Und die Windkraftanlage wird immer noch erforscht. Das dauert ganz schön lange. Ich finde es cool, die schwimmen halt eben auch hier so ein bisschen rum. Haben zwar Hunger. Also hier erwarten wir einmal Nachwuchs. Und unser männlicher Nilwaran. Wir brauchen auf jeden Fall jetzt hier Futter drin. Hoffentlich wird das schon zubereitet. Das Futter sieht irgendwie nicht so aus. Ne? Wo ist denn unser Tierpfleger hin? Da kommt er jetzt gerade, oder was? Wieso ist das Mitarbeitergebäude voll weit weg? Das ist doch hier oben so eins. Gucken wir mal, was der für einen Arbeitsbereich hier hat. Erstmal bilden wir ihn weiter, damit er ein bisschen schlauer wird. So, Warane. Das ist doch drin. Moment. Die nicht. Arbeitsbereich Warane. Der hat das doch mit drin hier. Im Workstaff Room. Also, warum der jetzt zum anderen hingerannt ist, weiß ich noch nicht so ganz. Bin mir nicht sicher gerade. Aber gut. Geht zum Gehege. Ja, vielleicht füttert er die Tiere jetzt auch mal langsam. Ah, hier ist schon Futter drin. Hier ist ein bisschen Fleisch. Ja, sehr gut.
Technikerforschung abgeschlossen. Yay. Wir haben die, die Windkraft freigeschaltet. Und deswegen forschen wir jetzt auch direkt mal am Solarmodul. Gucken wir bei den Einrichtungen mal eben. Die Windkraftanlage. Die Frage, was für einen Vorteil die jetzt hat, ne? Aber wir können mal auf jeden Fall eine hier hin platzieren, und zwar an der Stelle hier. Falls noch mal wieder was ausfällt oder so, man weiß es. Okay. Hat eine Reichweite von 48 Metern. Ah, es ist arterhaltungsfreundlich. Ach, okay, sieh an, okay. Alles klar, das ist wahrscheinlich der Vorteil dann. So, wir speichern mal eben hier. Erfolgreich gespeichert. Hier wird mit dem Ball auch schon direkt ins Wasser reingekickt, damit dann gespielt. Wenig Beschäftigung durch Futter für alle Tiere. Ja, okay, dann kriegen die noch mal so eine kleine Box hier hin, da. Eine Futterbox und hier auch nochmal eine. Vielleicht hilft das ja schon mal. Und jetzt brauchen wir natürlich auch noch hier Einrichtungen. Erstmal eine schöne Gehege-Informationstafel. Ja. Dahin. Und Bildungsinhalt sind die Nilwarane. Gleiches gilt auch dann hier für den Eingang. Und auch da wird der Inhalt Nilwarane gezeigt. Dann nochmal so einen kleinen Lautsprecher hier. Bildungsinhalt Nilwarane und die Reichweite wird ein bisschen nach oben gesetzt hier. So. Das sollte doch fast passen. So sieht das gut aus. Wunderbar. Damit hier auch noch ein bisschen Bildung vermittelt. Wir brauchen aber natürlich auch nochmal. Da brauchen wir eine Überwachungskamera hier. Jetzt einfach, weiß ja nie. So. Okay. Und gehen wir mal die Kameraansicht an, und zwar dann in die Richtung. Nicht, dass wir alles überwachen wollen, aber wir tun es trotzdem. Dann Einrichtungen, machen die Spendenbox. Spendenboxen, da. So. Hier dürft ihr Geld spenden. Da auch. Hier wird gespendet. Und an der Stelle auch nochmal. Sehr schön. Die Leute schmeißen das Geld schon rein. Sehr gut. So haben wir uns das doch gewünscht. Da macht's Katsching in der Kasse. Wir brauchen natürlich noch ein paar Sitzmöglichkeiten für die ganzen Leute, die jetzt hier rumlaufen. Also platzieren wir ein paar Bänke. Und auch noch weitere Mülleimer. Damit der Park nicht wieder irgendwie vollgemüllt wird. Ja. Und so sieht dann unser fertiges Nilwaran-Gehege aus. Die Tiere sind hier wirklich gerne im Wasser. Und schwimmen hier so ein bisschen rum. Und wie gesagt, wir erwarten hier auch Nachwuchs von Nyla. Und wir müssen natürlich auch mal gucken, dass wir. Gehegegröße passt. Was? Also Gehegegröße passt gerade so zur Menge der Tiere, okay. Gut, aber wir haben ja gesagt, drei Tiere in der Gruppe. Ein Männchen, zwei Weibchen. Von daher passt das hier. Wenn wir Nachwuchs kriegen, dann müssen wir vielleicht nochmal. So noch ein bisschen nachsteuern unter Umständen. Aber was wir machen können, damit die halt wirklich auch einen sicheren Rückzugsort haben, das können wir jetzt schon mal bauen. Ist hier, dass wir mal hier sowas bauen. Einmal so eine Rundung.
mal so. Dann nehmen wir einfach das hier raus. Die Wand hier und die. Dann haben wir so einen kleinen abgetrennten Bereich für Nilvarane. Schauen wir mal Umgebung. Also nee, hier Gelände. Passt aber auch noch, okay. Dass sich quasi hier so ein bisschen zurückziehen können. So der Plan zumindest. Und eigentlich bräuchten sie ja noch ein bisschen mehr Wasser. Können wir vielleicht mal ein bisschen... Vielleicht kriegen wir hier noch ein bisschen Wasser hin. Wasser. Ah, können wir ein bisschen tiefer nochmal machen. Guck mal, das ist zu tief. Schnell ein bisschen abflächen hier, abflachen hier. Und der nächste Nilvaran, sehr gut. Ah, ein schlimmes Mal, Nilvaran. Das ist zu hoch. Auf der Höhe hier passt. Ja, und jetzt passt es auch mit dem, mit der Wasserfläche. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Und die Leute kommen hier in Strömen, kommen sie an. Lebensqualität durch Futter fehlt halt immer noch, leider. Aber die Forschung läuft ja, das heißt, wir kriegen in der ersten Stufe, bekommen wir jetzt gleich ein bisschen Futterspielzeug, besseres Essen und ein paar Fakten. Hier müssen wir die Forschung wieder anschmeißen. Schauen wir uns unsere Mitarbeiter mal an, ob die alle... Na, der ist hier nicht mehr zufrieden. Der kriegt jetzt dann in Zukunft 1600. Dann ist er auch wieder zufrieden. Genau, ist auch der bei den Varan unterwegs. Wie viel möchte unser Sicherheitsdienst jetzt hier haben? 540 passt. Die Ärzte sind auch gut dabei noch. Wir haben zwei Stück. Vielleicht sollten wir noch mal demnächst mal einen weiteren einstellen. Die machen wir alle mal zum Pausenraum. Damit sie sich schneller erholen, wenn sie drin sind. Noch gerade die Vorteile festgelegt, oder? Warum hat die jetzt gerade wieder rausgenommen? So. Jetzt sollte das auch wieder passen. Wir haben auch über 1000 Besucher jetzt gerade im Park hier. Also in unserem Zoo 1097 genau zu sein. Das ist natürlich sehr, sehr cool. Wir machen ordentlich Gewinn. Wir machen 5000 gerade plus. Das funktioniert also hervorragend. Ich werde echt gut zufrieden sein mit. Und der Tieflieger hier. Ja. Sehr cool. Mir gefällt, dass wir uns im Mitarbeitergebäude so Mühe gegeben haben. Wo ist denn das hier überhaupt? Hier ist der Pausenraum, der große. Oh ja, der sieht echt, der sieht nett aus. Der sieht echt schick, schick. Auch mit der Dartscheibe hier. Ein Laptop. Der wird hier unten per Kabel und einer Verlängerungsbox. Okay, okay. Das ist halt cool, so ein kleines Detail. Hier ist ein kleiner Saugroboter. Jetzt sogar eine Nase aufgemalt bekommen. Hier, jetzt hier. Ah, so ein Rüssel. Das ist natürlich mega cool. Mega witzig. Ja, sehr nice. Sehr nice, sehr nice. Das sind kleine Details, die halt echt cool sind. So, ne? Wir sind ein kleiner Elefant halt. Ja, schönes Mitarbeiter geworden. Da gerade einen Moment. Nicht was? Achso, nee, das ist nur das Außending. Nein, ich möchte nicht neu starten. Ich will nicht neu starten. Böses Windows-Update.
Mal, Wasseraufbereitung hat versagt. Da kommt bestimmt wieder ein Techniker hin. Dann ersetzen wir mal hier den Generator hier. Den ändern wir jetzt mal. Und sagen jetzt hier Einrichtungen, Strom, und dann machen wir die Windenergie da rein. Ist auch ganz gut für die Art erhalten. Den packen wir hier hin. Und heißen den hier jetzt ab. Gucken, was der Strom sagt, ob der Strom reicht. Passt. Sehr gut. Und ich glaube, hier haben wir das Problem. Ah ja, die sind ausgewachsen, alles klar. 5,1, 3,5 Jahre alt. Und das ist das Weibchen, Moment. Hier ist auch noch ein Weibchen, ja. Das Weibchen wird jetzt weggepackt. Wir haben jetzt hier nur das Männchen und unser Weibchen hier. War auch schon 19. Aber vielleicht kriegen wir noch einmal da einen Nachwuchs. Die versuchen wir jetzt zu verkaufen für so mit 100. Ja. Wir können mal gucken, was die Tapire jetzt im Moment gerade so kosten. Weibliche Tapire, jung. Die gehen schon für gutes Geld weg. Die gehen schon für gutes Geld weg. Da können wir auch mal 200 verlangen. Oder 300 sogar. Versuchen wir es mal mit 300. Das ist dann, glaube ich, noch ein ganz fairer Preis. Oder machen wir 299. Bei mich kann ich auch mit Komma arbeiten. 295, geht das? Nee, okay. versuchen wir es mal mit einem Punkt dazwischen. 299. Nee, okay, das geht nicht. Schade, okay. Wir machen 199. Sehr gut. Also wir können vielleicht ein bisschen bei dem Preis ein bisschen falschen. 199,99 unter 200 ist super. Ja, 299 und ich packe noch mal ein paar Bananen oben mit drauf. Woo! Jetzt zugreifen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da oder wenn nicht, einen Daumen nach unten über einen Kommentar. In den Kommentaren freue ich mich auch sehr. Und natürlich Abo nicht vergessen und so. Bis zum nächsten Mal. Euer Metalizer.